Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir Tulin getroffen und jetzt werden wir uns mit Tulin zusammen auf den Weg zu der Wolke machen. Der Weg ist lang, beschwerlich und das wird aber jetzt unsere Aufgabe sein für diesen Part. Und ja, ich hoffe, wir kriegen das auch relativ flott hin, dass wir da relativ schnell hochkommen. Das wäre nämlich das Beste, was uns passieren kann, wenn wir das relativ schnell schaffen. Oh, hier ist eine Truhe. Nice. Oh, das ist großes Sonaniumschwert, ne? Nee, kleines. Das ist nice. Das werden wir auch gut aufrüsten. Wir werden hier nicht sparsam sein. Das Ding werden wir dafür nehmen. Hahaha. 63, Alter. Chillig. Jetzt aber, wir müssen da hoch, ne? Let's go. Ich mach das schon längst. Danke, Tulin. Gut, dass ich die Rüstung noch nicht abgelegt habe. Das muss ich aber nachher. Sowieso. Oh, Brudi. Tulin, du kannst doch fliegen. Warum rutschst du denn runter, Alter? Ach, geht schon klar. Okay, dann mal los. Wo bist du, Tulin? Da. Sehr gut. Tulins Fähigkeit ist halt die nützlichste von allen. Das ist so. Was war das denn für eine Aktion, Alter? So, der starke Konstruktbogen, der ist egal. Wir müssen ein bisschen klettern, ne? Ja. Leider. Tulin kann ja fliegen. Also ist das bei ihm nicht so wild. Ich glaube, das ist der Intended Way. So soll man eigentlich zum Tempel hochgehen. Ja. Genau. Passt. Und gleich müssen wir die Eisstiefel auch ausziehen, wenn wir, sobald wir uns da oben hin aufmachen. Und tschüss. Tja. Bruder, wegrasiert, würde ich mal sagen, ne? Schön sogar auch noch mit einem ungewollten Heady, Alter. Gut, dann hier rauf und dann geht's los. Dann sind wir endlich da, wo wir sein sollten, nämlich... Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Hm? Na sowas, der kleine Tulin. Ich war so in Gedanken versunken, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann hieße das ja... Und ob, ich darf hoch. Hat man mir erlaubt. Oh. Wusste ich's doch gleich. Du bist genau der Richtige für den Einsatz. Gar keine Zweifel möglich. Alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du Windstöße erzeugst. Oh. Du bist womöglich der einzige Orni, der es durch die Wolke schaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein Bestes, ja? Ich bleibe hier und wünsche dir Glück. Dankeschön. Link und ich, wir kriegen das hin. Versprochen. Sehr schön. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Dungeon. So, das werden wir mit am allerhäufigsten benutzen müssen, dieses Hochdingens. Hm, können wir von hier hoch? Ja, ne? Ja. Das ist der Intended Way. Aber noch höher, doch, einen höher können wir noch. Ich gehe zum ersten Mal, wie man das eigentlich tun sollte. Weil normalerweise habt ihr die freie Wahl, wie ihr da hochgeht.
Natürlich hat Nintendo aber einen Weg vorgegeben, den man nutzen kann, wenn man das möchte. So, jetzt sind wir ganz oben. Hier sollen wir hin, dann können wir da rüberfliegen. Dafür brauchen wir nicht mal Tulin. So, da wir ja durch Decken gehen können, sollte das relativ flott gehen. Himmelsleiterinseln. Jetzt sind wir da. Jetzt hat sich auch die Musik verändert und die Temperatur wird jetzt auch bald ganz, ganz weit zurückgehen. Oh, Schiffe. Stimmt. Hi. Link! Ich habe Prinzessin Zelda hier irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Huch! Das... Was kann das sein? Sieh dir das an. Das ist ein Schiff. Zu mir. Komm. Komm zu mir. Was war das gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Oh, sieh mal! Da oben in den Wolken! So riesig! Ist das etwa ein Schiff? Da sind auch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und uns zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied von der Himmelsarche. Oh. Genau, das ist wie im Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat "Komm zu mir" gesagt, da bin ich mir ganz sicher. Als würde sie uns nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf dem Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei, auf nach oben, Link. Alles klar, let's go. Wir sind am Start. So, und wir wissen ja schon die Funktion dieser Schiffe. Jetzt wird's richtig cool werden. Los geht's. Da ist der Schrein. Es war so klar, dass hier eine Truhe drin ist, ne? Los geht's. Nehmen wir die mit. Holzpfeil. 5. Gut, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Tulin. Sehr gut. Tulin verteilt Headshots, Alter. Wir müssen aufpassen, sonst fällt er runter, Alter. Und ich will gerne die... Oh nein, Tulin, lass ihn bitte nicht runterfallen, Moody. Na, oh. Ich wollte nämlich schon gerne die Items haben, Brudi. Erschreck mich nicht so. Oha, da unten ist ein Krog, aber das interessiert uns jetzt halt wirklich überhaupt nicht. Los geht's. Wir haben noch einen relativ weiten Weg hoch zum Boot. Volltreffer. Tschüss.
Tulin verteilt wieder Headshots, Alter. Ich hab meine Waffe komplett umsonst kaputt. Ach komm. Okay, passt schon. Hä? Normalerweise sollte das gehen. Ach so, okay. Tulin! Mann! Du stehst andauernd im Weg, Brudi! Na, geht doch. Easy. Ihr hört es, wir kommen dem Ding immer näher. Ich wollte auch die Waffe haben. Da kommen wir so einfach nicht hoch. Von da sind wir gekommen. Ah, ich verstehe. Okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Let's go! So, wir brauchen Tulin. Wir müssen dahinter warten, bis er hier antanzt. Los geht's! Jetzt brauchen wir Tulin gerade nicht. Das hast du dir so gedacht, Alter. Mhm. Ich werde jetzt nicht mit Absicht darunter fallen, nur damit wir gegen den Boss kämpfen. Das ist bescheuert. Ich sehe schon, ich sehe es. Hat das geklappt? Shit. Das sollte aber geklappt haben. Easy. Gehen wir gleich hin. Erstmal hier hin. Oh, das ist so schlecht, Alter. Ich habe jetzt echt keinen Bock, gegen den zu kämpfen, ne? Ja. Kommen wir hier irgendwie weg? Das wäre wundervoll. Ja, kommen wir.
Von hier. Glück im Unglück. Und hoch. Hä? Ja, tschüss, Brudi. Alle umgebracht, chillig. Au. Zehn Holzpfeile, das ist super. Sehr gut. Wir kommen der Wolke immer näher. Wir dürften bald oben sein. Das ist ziemlich cool. Ja, wir haben noch ein Stück. Wir haben noch ein Stück. So, wie gesagt, das haben wir alles ja schon mal untersucht. Weil wir waren hier ja schon mal. Fische. Der Fisch ist zu tief. Jetzt nicht mehr. Gut, weiter geht's. Jetzt wird die Musik auch schon anders. Oh, die kämpfen gegeneinander. So, das sollte es gewesen sein. Nee, doch nicht. Das stimmt, das ist der Stärkere, ne? Tschüss. Nein! Was soll ich denn mit dem einfachen Stock, Alter? Oh, der könnte ganz gut sein. Wenn ich den gut ausrüste, dann könnte heftig werden, weil der hat eine Angriffsverstärkung drin. Das ist okay. Sehr nice. Ach, unser Bogen zerbricht eh gleich, ne? Hm. Weg damit. Und... Oh, das war knapp. No! Mein Masterschwert! Danke. So, aber damit haben wir wenigstens eine andere gute Waffe gekriegt, nämlich diesen geilen Stock hier. Sehr gut, damit haben wir wieder gute Waffen. Brudi! Weg! Oh, oh. Oh Gott! Ja!
genau! Wo kommt denn die Scheiße jetzt her, hä? Wie? Ach so, der hatte auch noch eine Bombe, ne? Töte ihn doch! Yes! Und der mächtige Konstruktionsbogen ist sogar besser als diesen Schrott hier. Sehr nice. Mächtiges Sonaniumschwert. Das wird wesentlich besser als die Bockblindklinge sein, die wir jetzt haben, ne? Oh ja, wird es. So, wir sind gleich oben. Eine große Sonnenenergiesphäre, nutzlos, aber egal, hoch. Wir kommen der Sache immer näher. Ja, wir sind gleich auf dem Weg zum Dungeon. Jetzt wird es interessant. Und hoch. Ja, jetzt geht's los. Jetzt fangen die Schiffe sich an auch zu bewegen. Wir sind oben. Wir haben es geschafft. Aha. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Mir macht das nichts aus. Aber was ist mit dir, Link? Schütze dich, sonst erfrierst du. Tulin, mir geht's super. Wir haben die Rüstung. Passt schon. Los geht's. Höher. Wir müssen noch viel, viel weiter hoch. Okay.
Gott, ich liebe alles hier dran, ne? Höher. Noch höher. Da oben müssen wir hin. Gleich haben wir es. Gut, Leute, wir sind da. Ich werde den Part aber an der Stelle beenden. Im nächsten Part wartet der Windtempel auf uns. Wir ziehen ihn an einem Part durch. Seid gespannt. Ich bedanke mich an der Stelle aber hier schon mal bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!